Hi Leute, Jasper hier. Wir haben 2020 und darum wollte ich mit euch mal in einem Video über das ganze Thema Motivation, Neujahresvorsätze, wie definiert man Ziele richtig und so weiter sprechen. Denn ich weiß, dass auch wenn man kein Silvester braucht, sondern man sich jeden Tag gute Vorsätze nehmen kann, nehmen ja trotzdem viele den 1.1., um sich neue Vorsätze zu machen und mal zu sagen, hey, wo möchte ich im Leben eigentlich hin? Was mich mal interessieren würde, ist, was ist denn eigentlich dein Neujahresvorsatz? Du kannst ihn mir gern mal in die Kommentare unten reinschreiben. Und ich finde es mega cool, wenn Leute Motivation bekommen und was in ihrem Leben verändern. Aber da sind wir schon am wichtigen Punkt. Am Ende muss sich auch was im Leben verändern. Es reicht ja nicht allein, die Vorsätze zu haben. Und was ich zu oft sehe, ist, dass Leute eine ganz kurze Motivation haben und dann ganz schnell wieder alles liegen lassen. Und darum ist mein erster Tipp auch, nimm dir nicht zu viele verschiedene Ziele vor. Denn du hast nur eine beschränkte Zeit, du hast nur ein beschränktes Energielevel. Du kannst nicht jetzt alle Lebensbereiche umkrempeln mit einmal. Deswegen konzentriere dich auf den, der dir wichtig ist. Nimm lieber ein, zwei Sachen, die du wirklich langfristig umsetzt, als dass du dir 10 Sachen vornimmst und in der Woche alles wieder hinwirfst. Das sehe ich zum Beispiel in Fitnessstudios ganz viel. Leute gehen hin, melden sich jetzt an, gehen 2 Wochen trainieren und dann gehen sie nie wieder hin. Gerade jetzt im neuen Jahr sind die Fitnessstudios eh super überfüllt, wo man erstmal schluckt. Aber genau davon leben diese Ketten ja. Die machen dann lange Verträge über 1 Jahr oder sogar über 2 Jahre und man geht dann irgendwie einen Monat hin und muss dann aber 2 Jahre zahlen, weil man einmal diese Neujahresmotivation hatte. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde es halt mega cool, wenn Leute mehr Sport machen wollen. Ich finde es mega cool, wenn Leute jetzt motiviert sind und angreifen wollen. Aber ich will, dass Leute auch langfristig am Ball bleiben. Und genau da habe ich mich ja im Ende des letzten Jahres, in den letzten Monaten sehr viel hingesetzt und überlegt, wie kann ich euch denn noch mehr helfen, dass wenn ihr am 1.1. loslegen wollt, wenn ihr ins Handeln kommen wollt, aber auch dauerhaft dabei bleiben wollt, wie kann ich euch dabei unterstützen? Dass ihr also nicht nur mehr Wissen bekommt, sondern wirklich was in eurem Alltag verändert, damit ihr dann auch abnehmt und eine Erfolgsgeschichte habt. Und dafür habe ich ja diesen Homeworkout-Kurs, die Turbo-Stoffwechsel-Homeworkouts 2.0 entwickelt. Und das ist ein 12-Wochen-Kurs mit Trainings, den du komplett zu Hause machen kannst. Ja, denn ich will nicht, dass dann wieder die Hürde ist, oh, ich muss erst ins Fitnessstudio rausfahren, ich weiß nicht, wie man dort trainiert, es ist so voll und so weiter. Ich will, dass du wirklich sofort ins Handeln kommen kannst. Und die Trainings sind halt mega cool, weil die gibt es, wie du hier siehst, als DVD tatsächlich. Es sind 4 CDs, ja, weil richtig viel drauf ist. Es sind so 40 Videos ungefähr und gibt es aber auch ganz normal als Online-Version, wenn du keinen DVD-Player mehr hast. Und mit diesen Trainings musst du nichts machen, als die abspielen. Ich trainiere es vor und du trainierst einfach live alles mit. Und weil ich alle unterstützen will, die jetzt sagen, hey, im neuen Jahr will ich einmal richtig angreifen, habe ich da einen richtig dicken Bonus draufgehauen. Es gibt nämlich aktuell bis zu 74% Rabatt. Damit kosten diese gesamten Trainings, die du 12 Wochen machen kannst, gerade mal so viel wie einen Monat in einem Discounter-Fitnessstudio. Wenn du das mal angucken willst, drück einfach mal auf den Button unter dem Video hier, erster Link in der Videobeschreibung, da kannst du dir die Trainings sichern. Ich will auch noch mal ganz klar dazu sagen, für wen das Ganze ist. Ich habe ja auch am letzten Sonntag schon mal ein Training davon ausgekoppelt. Und das war ganz spannend in den Kommentaren zu sehen. Manche haben geschrieben, ah, das ist ja genau das Richtige für mich. Da sind ja Übungen bei, die kann ich auch machen, wenn ich ein bisschen mit den Gelenken Probleme habe. Die kann ich auch machen, wenn ich Übergewicht habe. Da brauche ich ja gar keine Trainingsvorerfahrung. Ist genau das Richtige für mich. Und andere haben geschrieben, Jasper, jetzt bin ich enttäuscht, die Trainings sind gar nicht hart genug. Und genau dafür habe ich ja mal so ein Training hochgeladen, dass du auch einfach mal gucken kannst, ist das Training was für mich oder auch nicht. Ja, du findest auch auf dem ersten Link in der Videobeschreibung nochmal einige Sachen ausgekoppelt, wo du genau siehst, was ist da drauf. Aber mir ist nochmal wichtig zu klären, für wen die sind. Und das ist für Leute, die abnehmen wollen, ja, die sich mehr bewegen wollen. Und ganz viele meiner Zuschauer sind schon älter, sind stark übergewichtig, haben vorher gar keinen Sport gemacht und genau für diese Leute ist der Kurs. Das heißt, du brauchst keine Trainingsvorerfahrung. Ich zeige immer, wie du die Übung leichter oder schwerer machen kannst. Du kannst es auch machen, wenn du übergewichtig bist und so weiter. Es ist nicht für die jungen, sportlichen Jungspunde unter euch, die sagen, jetzt greife ich nochmal an und werde der nächste Mr. Adonis, um dann mit einem gestählten Sixpack am Strand rumzulaufen. Ja, wie gesagt, ich selbst habe früher sehr viel Kraftsport gemacht, war viel im Fitnessstudio und verstehe es, wenn aus der Zeit noch Leute zugucken und dann sagen, oh, das ist jetzt nicht mein Training, vollkommen okay, aber für euch ist es auch nicht. Es ist für alle, die jetzt mehr Bewegung haben wollen, um einfach ein bisschen den Stoffwechsel mit anzukurbeln, damit abzunehmen und gesünder zu werden. Ja. Okay, das war mir einfach nochmal wichtig zu klären, dass jeder weiß, hey, ist das für mich interessant oder nicht. Ich werde die Tage auch einfach nochmal ein Krafttraining davon hochladen, dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Und wie gesagt, ansonsten, erster Link in der Videobeschreibung, bis zum 5.1.
noch bis zu 74% Rabatt auf die Trainings. Jetzt lass uns aber mal ein bisschen das alte Jahr vielleicht kurz reflektieren und dann ins neue Jahr reinstarten. Altes Jahr reflektieren, da könnte ich auch ein komplett eigenes Video drüber machen. Ich bin da ein ganz großer Fan von, sich mal hinzusetzen am Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres und einfach ruhig mal aufzuschreiben. Ich finde das schön, wenn man das aufschreibt, weil man wie so ein Jahrestagebuch hat, wo man reingucken kann und gucken kann, was ist die letzten Jahre eigentlich passiert. Und mal aufzuschreiben, was waren die besonders schönen Momente? Was waren die Momente, wo ich mal an die Grenze gekommen bin? Was will ich im nächsten Jahr mehr haben? Also das Ganze mal zu reflektieren, wir sind so oft im Stress, am Durchpowern, dass wir manchmal vergessen, mal so einen Moment anzuhalten und zu gucken, wow, was ist eigentlich alles in diesem einen Jahr passiert? Und das finde ich immer schön, das mache ich immer und schreibe wirklich einmal das Ganze auf. Und lasst uns aber jetzt nicht zu lange aufhalten. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann können wir da auch ein extra Video zu machen. Gucken wir dann mal ins Jahr 2020. Jetzt kommen die guten Vorsätze und auch hier finde ich es sinnvoll, einfach mal ein paar Ziele direkt zu definieren. Also nicht nur zu sagen, ja, ich möchte ein bisschen gesünder werden, ich möchte ein bisschen abzunehmen, sondern es ganz klar zu definieren. Wie gesagt, nehmt euch nicht zu viele Ziele, sondern nehmt euch lieber weniger Ziele, aber macht die richtig spezifisch. Und bevor wir jetzt gleich gucken, wie genau wir so ein Ziel vielleicht mal planen können, würde ich euch empfehlen, erstmal zu gucken, warum wollt ihr dieses Ziel überhaupt nehmen? Also wenn du zum Beispiel abnehmen willst, bevor wir jetzt definieren, wie viel genau du in welcher Zeit abnehmen willst, frag dich mal, warum möchte ich abnehmen? Denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Antreiber dafür, wenn du mal an eine schwierige Phase kommst. Und die wird kommen. Es ist immer mal stressig im Job, mit der Familie, es ist anstrengend, man hat Lust auf den Kuchen oder was auch immer. Und dann ist die Frage, wofür mache ich das eigentlich alles? Und ich sage es ja immer wieder, es ist auch legitim, ja, wir klammern jetzt mal aus, dass jemand so übergewichtig ist, dass es gesundheitlich einfach problematisch wird. Wenn du einfach nur sagst, ich habe das Gefühl, ich habe ein paar Kilo zu viel drauf und das findet mein Partner nicht schön oder die Kollegin hat einen blöden Spruch gerissen oder was auch immer, dann ist es auch legitim zu sagen, das ist mir herzlich egal. Ich lebe nicht für die anderen Menschen. Ja. Authentisch zu sein heißt nicht so zu sein, wie andere einen sehen oder wie die Gesellschaft sagt, dass man sein sollte, sondern so, wie es einen selbst glücklich macht. Und wenn du sagst, nö, ob ich jetzt 2 Kilo mehr oder weniger drauf habe, stört mich nicht, vollkommen okay. Wenn du aber einen intrinsischen Grund hast, weil du sagst, hey, ich habe Schmerzen, wenn ich mit der Bahn fahre, ich kann kaum eine Treppe steigen, ohne dass ich schnaufe, ich möchte endlich mal wieder wandern gehen können, ich möchte mit meinem Körper selbst zufrieden wieder sein können, ich möchte stolz auf mich sein können, dass ich dieses Ziel erreicht habe, ich möchte mich wieder einfach leichter im Alltag fühlen, ich möchte Schmerzen loswerden und so weiter. Wenn du merkst, dass es eigene intrinsische Motivationen sind, dann hast du natürlich A, wirklich ein Ziel, was sich lohnt zu verfolgen und B, immer etwas, was dich vorantreiben wird, wenn du in eine schwierige Phase kommst. Weil wenn du das mal dann visualisierst, wie dein Leben aussieht, wenn du dieses Ziel erreicht hast oder wie es weitergeht, wenn du das Ziel jetzt nicht angehst, dann wird dir ziemlich schnell bewusst, dass es sich lohnt, hier am Ball zu bleiben. Für alle, die noch ein bisschen Motivation brauchen, schreib mal dein Warum auf. Das kann richtig, richtig antreiben. Jetzt gucken wir uns aber einmal die SMART-Regel an. Wie definiere ich denn jetzt ein Ziel? Wenn ich sage, hey, das und das habe ich vor, ich weiß auch, warum ich das vorhabe, wie setze ich mir jetzt ein ganz klares, messbares Ziel? Die SMART-Regel, da steht jeder Buchstabe für einen Faktor, den man beachten sollte. Also S steht für spezifisch. Ich sollte also nicht sagen, ich will einfach besser aussehen oder ich will mich wohler fühlen, weil das ist jetzt nicht messbar. Sondern man könnte zum Beispiel ganz klar sagen, ich möchte abnehmen. Ja, das kann ich messen, wie viel ich abgenommen habe. Messbar ist auch schon eine gute Überleitung, denn das ist schon der nächste Buchstabe. Das M steht für messbar. Das heißt, ich sage nicht einfach nur, ich möchte abnehmen, sondern wie viel will ich denn abnehmen? Ich muss ja messen können, ob ich dieses Ziel erreicht habe. Also könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Das A steht dann für aktiv und attraktiv. Man soll es also positiv formulieren, also nicht, ich möchte 10 Kilo abnehmen, sondern ich werde 10 Kilo abnehmen. Das R steht dann für realistisch. Das heißt, jetzt müssen wir gucken, ist das denn überhaupt machbar, was ich erreichen möchte? Ja, also bei manchen Zielen wüsste man jetzt schon, okay, jetzt mal ganz plump gesagt, wenn ich sage, ich möchte 100 Kilo Muskeln aufbauen, das ist menschlich gar nicht möglich. Das heißt, ich kann jetzt gucken, ist das überhaupt realistisch, was ich mir hier vornehme, aber wenn mein Ziel nicht realistisch ist, dann demotiviert mich das sogar. Und gerade beim Abnehmen, 10 Kilo kann man abnehmen, jetzt ist die Frage, in welchem Zeitraum denn? Wenn du sagst, ich möchte 10 Kilo in 5 Tagen abnehmen, dann ist das unrealistisch. Wenn du sagst, ich möchte 10 Kilo in 10 Wochen abnehmen, dann ist das durchaus realistisch. Also das ist generell sowas, was mir viele Leute schreiben, dass sie ungefähr 1 Kilo pro Woche an Gewicht reduzieren. Ich könnte jetzt also sagen, ich will 10 Kilo in 10 Wochen abnehmen. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wann fängt denn das Ganze an, wann hört es auf. Und deswegen haben wir am Ende der SMART-Regel noch das T für terminiert.
Das heißt, ich sage, ich werde 10 Kilo bis zum, jetzt das Datum einfügen, bis zum abnehmen. Und damit haben wir im Endeffekt einmal alle Regeln der SMART-Regel drin. Es ist spezifisch, es ist messbar, es ist aktiv formuliert, es ist realistisch und es ist terminiert. Ich werde 10 Kilo bis zum abnehmen. Ja, dann haben wir es einmal durch. Wie gesagt, was mich interessieren würde, ist, was ist denn dein Jahresvorsatz für 2020? Hast du mehrere? Hast du einen? Wenn ja, was ist es? Schreib mir das mal in die Kommentare. Und dann definier doch gerne mal deine Vorsätze so ganz klar zu Zielen. Denn dann weißt du ganz genau, ob du es erreichst oder nicht. Du weißt, ob du auf einem guten Weg dorthin bist. Du kannst dich auch für Teilziele motivieren und belohnen. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich möchte 10 Kilo abnehmen, aber wenn ich 5 Kilo erreicht habe, dann gönne ich mir mal das Wellness-Wochenende mit meinem Partner oder dann hole ich mir was, was ich mir schon länger holen wollte, aber nie so richtig geleistet habe oder so. Also du kannst dich mit Teilzielen natürlich belohnen und du weißt auch, hey, muss ich da jetzt noch mal ein bisschen Gas geben? Das motiviert natürlich, ne? Wenn du weißt, hey, ich weiß, ich habe jetzt nur noch 3 Wochen, ich ziehe jetzt noch mal durch. Ich lasse jetzt nicht schleifen, weil jetzt bin ich kurz vor der Zielgeraden oder jetzt muss ich noch mal Gas geben, damit ich es schaffe. So. Also auch die reine Terminierung der Zeit kann natürlich eine Motivation bringen. Okay, ich hoffe also, das war ein bisschen spannend und hilfreich. Und jetzt hüpfe ich direkt mal in die Kommentare und gucke, was eure Ziele so für 2020 sind. Dann sehen wir uns da unten gleich wieder oder im nächsten Video. Bis dahin,